Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem kurzen Infovideo. Und zwar findet am Montag um 20 Uhr ein EDS2 Livestream statt. Wir werden einen kleinen Konvoi fahren und ihr könnt auch mit live dabei sein im Multiplayer. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. Und zwar werden wir eine sehr große Tour fahren. Und ja, ich sag mal so, sie wird legendär. Wichtiger Hinweis, wir brauchen keine Begleitfahrzeuge mehr. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel mitfahren wollt, kommt bitte mit euren LKW, nicht mit euren Fahrzeug, denn Begleitfahrzeuge haben wir schon. Und zwar hat sich ja der Brandmog LP ja schon im gestrigen Omsi-Stream ja schon gesagt, dass er dann quasi den Skoda hinten fährt, also ganz hinten, ne, als Begleitfahrzeug. Und Jan fährt quasi als allererstes ganz vorne als Begleitfahrzeug. Somit brauchen wir kein Begleitfahrzeug mehr. Wichtig ist nur, ihr bräuchtet EDS2 Multiplayer und ihr bräuchtet einen Auftrag. Weil das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ihr jetzt ohne Auflieger fahren tut, ne? Also Auftrag, ihr könnt irgendeinen Auftrag annehmen. Und dann könnt ihr einfach mitfahren, ne? Das ist ganz einfach. Ja, es gibt jetzt keine Voraussetzung, welchen bestimmten Auflieger man braucht. Nimmt irgendein und fertig ist das Ganze, ne? Ja, wichtiger Hinweis, das ist hier die Route und wir werden auf EU2 fahren. Und wir werden einiges abklappern. Ich werde das jetzt hier mal alles aufsagen, falls man das jetzt nicht so gut erkennen kann. Und zwar starten wir in Dresden, fahren dann nach Praha, Linz, Salzburg, Klagenfurt am Wörthersee, Venezia, Verona, Milano, Torino, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux oder Bordeaux, Bourges, Metz, Mannheim, Frankfurt am Main, Leipzig und dann wieder zurück nach Dresden. Wir werden quasi einen komischen Kreis fahren, wie ihr es ja sehen könnt. Und die Tour geht ungefähr, ja, sagen wir mal 70 Stunden. Das sind ungefähr auch über 4500 Kilometer. Nee, nicht mal, bestimmt 4.300 Kilometer Tour ist das, also ist eine große Tour auf jeden Fall. Wir werden die meiste Zeit auf in den Bereich Überland fahren, nicht auf Autobahn, weil Autobahn ist ziemlich langweilig und ja, auf der Landstraße ist es viel besser. So. Also wir werden sehr viel Landstraße fahren, da es sehr schön aussieht. Wir werden natürlich auch Pausen machen, wie zum Beispiel in Salzburg, Milano, in Torino, Marseille, Bordeaux, Bourges und Frankfurt am Main. Also wir werden da auch schon Pause machen. Wir werden aber nur insgesamt ca. 8 Minuten Pause machen oder mal 9 Minuten, mal schauen. Ich denke mal, so 8 Minuten Pause ist eigentlich ausreichend oder 10 Minuten. Aber ich denke mal, 8 Minuten sind da schon eher okay. Ganz wichtig ist, die Höchstgeschwindigkeit beträgt nur 90 km/h. Das heißt, wir werden nicht schneller als 90 km/h fahren. Das ist ganz wichtig. Weil wir wollen jetzt nicht 100 Sachen fahren, das ist dann auch blöd. Also 90 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Und ich mache mal mein Dings aus hier, sonst hört man mein Handy nur noch. Was auch ganz wichtig ist, ihr müsst Abstand halten. Ne? Also falls ihr schon mal einen Konvoi gefahren seid, immer schön Abstand halten, das ist ganz wichtig, denn wenn man nicht Abstand hält, gibt es ein Riesenchaos und das ist dann auch nicht schön. Ja, jetzt kommen wir zum Treffpunkt und zwar
sehen wir das jetzt hier in diesem Bild. Seht ihr einen so eine Art Busbahnhof, ne? Wir werden uns dort alle treffen. Da könnt ihr dann reinfahren, dann fahrt ihr diesen Bogen und dann kommt man wieder zurück, ohne großartig wenden zu müssen. Da ist unser Treffpunkt. Da fahrt ihr am besten, wenn ihr den Multiplayer startet. Spawnt euch nach Dresden oder fahrt nach Dresden, holt euch einen Auftrag und fahrt dann zum Busbahnhof. Dieser Busbahnhof liegt übrigens gegenüber, ja, wenn man jetzt nach rechts gucken würde, würde da in der Nähe gegenüber die Werkstatt sein. Also es ist nicht verfehlbar, also man sieht es. Das ist auch so unter so einer Eisenbahnbrücke, also daneben ist gleich die Brücke, das sieht man. Also man erkennt es, ne? Also es ist halt gegenüber der Garage im ETS. Wenn ich suchte uns halt mit der Tab-Taste, da kann man ja auch gucken, wie viel Meter Entfernung das ist. Aber es ist eigentlich zu finden. Wichtig ist EU2 und Dresden. Ich weiß, EU2 ist halt sehr viel los, aber wir klappern meistens diese Bereiche ab, wo halt nicht so viel los ist. Da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Jan und Schepsi, die das Ganze hier organisiert haben mit dem Routenplan und so. Also vielen Dank nochmal. Und ja, wie gesagt, kommt am besten so gegen, sagen wir mal, wir treffen uns alle um 20:05 Uhr. Treffen wir uns alle. Oder sagen wir, nee, wir treffen uns alle hier um 20 Uhr und 20:10 Uhr oder so ist Abfahrt, ne? Ja, machen wir es so. Wir treffen uns alle 20 Uhr. Da beginnt auch der Livestream. Und wenn wir dann alle da sind, dann können wir auch starten. Bitte beachtet auch die Regeln in den Multiplayern, wie zum Beispiel die maximale Anzahl an Rundumleuchten und so weiter und so weiter. Bitte auch ordentlich fahren, also jetzt nicht Scheiße bauen, ne? Also benehmen, ne? Aber ich kenne euch, ihr benehmt euch immer. Und ja, wenn das alles klappt, wie es läuft, dann können wir sowas öfters machen. Das ist jetzt nicht, es wird natürlich nochmal Multiplayer-Fahrt geben, aber ja, das auf jeden Fall. Wo es jetzt heute mal so eine große Konvoifahrt mit anderen Leuten diesmal, ne? Und ist schon ziemlich spannend, finde ich, ne? Ich würde mich freuen, wenn ihr alle da bei mitmacht. Was mich auch noch sehr interessieren würde, beziehungsweise worüber ich mich freuen würde, ist, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, wer alles mitfährt. Das heißt, ihr schreibt einfach einen Kommentar mit dem Wort ich und schon haben wir das ganze Problem gelöst und wir wissen, wer mitfährt. Ja, das war's eigentlich schon von diesem Infovideo. Das ging jetzt 8 Minuten, das ist echt furchtbar lang. Wie gesagt, Montag 20 Uhr hier in Dresden auf EU2, die Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Und wenn ihr das alles befolgt, dann klappt alles, ne? Mal schauen, wie schnell wir fahren. Ich denke mal, 90 werden wir ein bisschen erreichen, aber ja. Auch ganz wichtig ist, ja, dass ihr, ach, sag schon, dass ihr einen Auftrag habt. Genau, weil das sieht blöd aus, wenn man fährt und der eine hat keinen Auflieger, das sieht kacke aus. Da ist es immer schon cool, wenn man so einen Auflieger hinten dran hat. Und dann sieht das Ganze schon viel besser aus. Falls, falls jetzt dieses Wochenende der neue Scania rauskommen sollte und der Multiplayer funktioniert Montag nicht, oder der neue Scania kommt am Montagnachmittag raus, wo der Multiplayer automatisch nicht funktioniert, gibt es am Montag dann dementsprechend einen Train Simulator Livestream. Dann werden einfach die Spiele getauscht. Denn wo der Train Simulator laufen sollte, kommt dann da halt ETS2 und wo normalerweise Train Simulator normalerweise ETS2 läuft, kommt dann der Train Simulator.
So, aber das nur, falls der neue Scania rauskommt, weil dementsprechend der Multiplayer nicht funktioniert. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitmacht bei diesem ganzen Spaß am Montag. Gerade Montag, ne? Weil am Dienstag ist ja Feiertag, das heißt, ihr könnt ja ausschlafen. Und ja, ich denke mal, die Fahrt geht ungefähr bis 0 Uhr, maximal 1 Uhr. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Livestream von Hashtag Dauerbremszettel. Auch oder auch für jeden bekannt, Hashtag Zugbier. Oder für die anderen ein schönes Wochenende weiterhin. Euer TrainOmCTV. Und ich kann euch eins sagen, in solchen Ankündigungsvideos bin ich halt leider immer, immer schlecht. Ihr habt dann nochmal die Karte. Da seht ihr das. Wir starten in Dresden und fahren nach Dresden. Das ist quasi links herum. Ach, bevor ich es vergesse, ihr braucht das Frankreich DLC. Das ist ganz wichtig. Also ohne Frankreich DLC könnt ihr gar nichts machen. Das ist Voraussetzung, ne? Weil wir klappern hier Frankreich mit ab, fahren hier an den schönsten Außenrändern lang, also das wird wirklich eine sehr schöne Fahrt und alle diejenigen, die jetzt kein Frankreich DLC haben, kauft es euch, es lohnt sich wirklich, weil Frankreich ist wirklich wunderschön. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, euer TrainOmCTV. Ciao!